vorhin geschafft. Ich wollte jetzt nochmal ein bisschen üben mit meinem Hula-Hoop. Als ich ja einige jetzt schon einen gekauft habe, habe ich gedacht, jetzt muss ich auch ein bisschen üben. So. Ich weiß immer noch nicht so genau, wohin mit meinen Händen, weil ich die ja immer so gerne auf meine Hüften lege. Ich glaube, ich übe nochmal das Drehen. Ich traue mich nicht. Kleine Schritte. Glaube ich. So. Hier habe ich schön Platz. Die Tine ist unten im Kursraum. So ein neues Trainingsgerät ist schon eine Motivation, muss ich ja sagen. Wobei ich mir noch nicht so ganz vorstellen kann, wie lange man das jetzt so macht. Also ganz alleine. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich drehe noch mal eine Runde. Oh. Ich fange mal mit den Zehenspitzen. Gut. Boah, mein Magen. Und ich merke das auch hinten ordentlich auf der Wirbelsäule. Konzentrieren, ne? So ist gut. Ich glaube, ich kann nur in eine Richtung. Aber merkt ihr das auch so auf den Knochen? Also ich merke das ganz extrem auf der Wirbelsäule. Auch wenn das hier so auf dem Beckenkamm drauf ist, merke ich das auch ordentlich. Und ich habe keine Uhr. Ich bräuchte definitiv mal hier eine kleine Stoppuhr. Oder aber mein Pulsmesser zu gucken. Wow. Ich habe gedacht, das Lied ist zu Ende. Jetzt legt die Musik nochmal los. Aber ich merke schon, Übung macht den Meister, die Meisterin. Boah, aber meine Wirbelsäule. Ich will das nochmal so elegant machen. Bei meinem Sohn. Bei meinem Sohn sah das aus wie so eine Hula-Tänzerin. So, 4 Minuten.